Hallo, herzlich willkommen in der Woche 10 des Café Stillpoint. Überall anders wird die Arbeit wieder mehr und die Öffnungszeiten länger, also machen wir Kurzarbeit im Café Stillpoint und senden nur mehr einmal die Woche. Um das ein bisschen zu kompensieren, haben wir uns gedacht, wir laden gleich mehrere Gäste ein und wir haben heute das Team des Osteopathischen Zentrums für Kinder zu Gast und die Herrschaften sind gleich zu 8 gekommen. Man arbeitet dort gern im Team, man arbeitet dort gern im Kollektiv, man behandelt auch gemeinsam und man gibt auch gerne Interviews und Gespräche gemeinsam. Herzlich willkommen, der Vorstand des Osteopathischen Zentrums für Kinder. Wir schalten einmal um. Hallo, guten Abend. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr es fast alle auch mit Kamera geschafft habt. Alle, ich korrigiere mich, alle auch mit Kamera geschafft habt. Schön, dass ihr da sein können und danke für die Einladung. Auch technisch eine neue Herausforderung, unsere beiden Plattformen zu kombinieren. Wir werden schauen, wie gut wir das hinkriegen. Wir haben geprobt und vielleicht funktioniert es ja auch bei der Vorführung. Ihr habt ein bisschen ein Drehbuch, glaube ich, wer zu Beginn erzählt. Ich glaube, Gudrun, du wolltest anfangen. Genau. Mhm. Wollen wir schon starten? Oder? Bitte. Mit Film? Nein, noch nicht. Ohne gut. Genau. Wir haben uns gedacht, wir erzählen euch ein bisschen was über die verschiedenen Aspekte des Osteopathischen Zentrums und fangen mal mit der Geschichte an. Und die Geschichte ist so, dass die erste Zusammenarbeit eigentlich der Wiener Schule für Osteopathie mit dem Osteopathic Center for Children in London die Kinderosteopathie nach Wien gebracht hat. Diese ersten Schritte der Kinderosteopathie in Österreich sind vor allem dem Raimund Engel zu verdanken, natürlich auch dem Stuart Cord vom OCC und der Susie Booth. Und dann nach einiger Zeit war es bald einmal klar, wenn es sowas wie eine Institution geben soll, die die Ausbildung in eine qualifizierte kinderosteopathische Betreuung in Österreich ermöglichen soll, muss was Eigenes her. Also die Idee des Osteopathischen Zentrums für Kinder war geboren. Und damit das OZK ein eigenständiger Ausbildungsort werden konnte und unabhängig auch von London arbeiten kann, mussten wir in Österreich die Qualifikation aufbauen. Und das haben die Ulrike Hemmerle, die Franziska Ecker-Seidel und ich, Gudrun Wagner, gemacht mit einer Ausbildung in London, die wir dort mit dem Diplom abgeschlossen haben und nach einem Intensivtraining in London und der Einführung quasi in die Geheimnisse des Osteopathic Center for Children haben wir dann die Berechtigung bekommen, auch in Wien ein Diplom für pädiatrische Osteopathie zu verleihen. Die Einweihung durch Stuart sozusagen. Genau. Machst du weiter, Uli? Gerne. Und ziemlich zeitgleich haben wir dann einen neuen Vorstand fürs Osteopathische Zentrum für Kinder gewählt. Und da waren dabei der Christian Wutzel, die Edith Burian-Lang, die Trixi Urbanek, die Gudrun Wagner, ich und bald darauf ist auch die Angelika Mückler zu uns gestoßen. Und mit der Zeit wurde es in den Räumlichkeiten der WSO, wo wir monatlich diese OZK-Tage abgehalten haben, also unsere Praxistage, ist es uns dann zu eng geworden, weil auch die Wiener Schule für Osteopathie immer mehr gewachsen ist. Und so haben wir begonnen, nach Räumlichkeiten Ausschau zu halten und sind dann in der Forusgasse, wo wir heute noch sind, im 4. Bezirk fündig geworden. Und wir hatten großartige Unterstützung von Licht ins Dunkle, weil dort in der Forusgasse waren einige Umbauarbeiten zu tätigen, dass es eben möglich ist, so wie wir arbeiten, in einem großen Raum arbeiten zu können. Und 2006 konnten wir dann eben dank der Unterstützung vom Licht ins Dunkle im Oktober 2006 die feierliche Eröffnung feiern. Gut. Ja, und wir haben dann, der ganze Vorstand hat dann mitgeholfen und haben die restlichen Ausbauten gemacht. Wir haben in einem ganz heißen Sommer haben wir ganz viele kleine Punkte im Wartezimmer gemalt. Wir haben 100 runde kleine Spiegel geklebt. Wir haben ein riesengroßes Wandbild gemalt, wo jeder vom Vorstand ein Tier sich ausgesucht hat. Das ist auch auf unserer Webseite als Icons. Und so haben wir dann diese Räumlichkeiten kindgerecht gestaltet. Jeder vom Vorstand hat um 10 Euro regenbogenfarbig irgendwas mitgebracht. Das haben wir alles aufgehängt, damit die Kinder sich wirklich wohlfühlen und auch beim Behandeln etwas sehen. Und für
wie schon gesagt, wir haben einen großen Raum, wo wir mehrere Tische haben, wo mehrere Kinder behandelt werden, aber wir haben einen extra Raum für Jugendliche oder für ganze Familien oder für autistische Kinder. Und zur gleichen Zeit haben wir dann auch zur Eröffnung dann ein Kinderbuch gestaltet mit dem Ernst Jandl. Das ist ein sehr berühmter Kinderbuchautor. Die Gudrun und ich haben die Zeichnungen gemacht und haben auch gleichzeitig ein Maskottchen erfunden, den Sensofanten. Und jetzt, lieber Raimund, würde ich dich bitten, dass du uns den Film zeigst und der Gerhard spricht ein bisschen über unsere Ausbildung. Gerne. Vielleicht kurz zur Erklärung für die Zuschauer. Es hat die Dame, die jetzt gesprochen hat, das ist die Trixi Urbanek auf dem rechten unteren Bild, die das irgendwie schafft, wie eine Bauchrednerin hier zu sprechen, ohne den Mund zu bewegen. Zumindest in unserem Videosystem sieht man das nicht. Aber damit ihr wisst, wen ihr da gehört habt. So, wir schauen uns das Video an, das das OZK vorstellt. Ja, wunderbar. Man sieht hier im Hintergrund die Behandlungen, während ich so ein bisschen über die Ausbildungsstruktur spreche. Es ist ja so, dass das OZK einen doppelten Auftrag für sich in Anspruch nimmt. Das eine ist die Behandlung auf Spendenbasis der Kinder, unserer kleinen Patienten, und das andere, der andere wesentliche Punkt, ist eben die Ausbildung. Diese Ausbildung hat eine bestimmte Struktur, die in all den Jahren gewachsen ist, immer wieder adaptiert wurde, an sich in der Grundstruktur sich auch herleitet von dem, was wir gelernt haben im OCC, was wir gelernt haben von unseren Lehrern in London. Allen voran Stuart Koth, der uns immer noch von Zeit zu Zeit gerne mal besucht und auch evaluiert, was wir so tun. Ja, die Kursstruktur umfasst einen Lehrgang von 2 Jahren, wobei es 10 theoretische und 16 praktische Ausbildungstage pro Ausbildungsjahr vorgesehen sind. Die Jahre überlappen einander so, dass es verschiedene Vorlesungen gibt, jeweils für die Erstjährigen, manche für ersten und zweiten Jahrgang und manche nur für den zweiten Jahrgang. Die Inhalte, auch die sind im Laufe der Jahre angewachsen. Es beginnt auf das Jahr mit einer Einführung, mit einer allgemeinen Einführung in unsere Ausbildung. Es steht das kindliche Gewebe zum Thema und Gewebequalität ist überhaupt eine sehr wichtige Sache in unserer Ausbildung, ebenso wie die Embryologie, die sich an sich durch alle unsere Vorlesungen auch durchzieht. Letztlich ist es ja so, dass wir die Embryologie bei unseren Kindern fühlbar machen und anhand dieses Spürens der Embryologie auch die Gesundheit einladen, die Arbeit zu machen, die Gesundung zu machen. Es gibt also das kindliche Gewebe, es gibt eine Einführung in die Biodynamik. Biodynamik ist deswegen für uns ein wichtiges Thema, weil es doch die sanftesten Methoden sind, die man sich vorstellen kann. Und man sieht da gerade die Edith, wie sie ein Kind auf eine sehr innige Weise behandelt. Das heißt aber nicht, dass die Biodynamik unser ausschließliches Gedankengut ist. Wir denken durchaus darüber hinaus und haben des Weiteren noch andere Behandlungsansätze, denen wir offen gegenüberstehen. Weitere Ausbildungsinhalte sind die Schwangerschaft, das Frühgeborene, eben eine allgemeine Embryologie, eine spezielle Embryologie, die Red Flags und Notfälle, die für jeden in der Praxis von großer Bedeutung sind, um zu wissen auch, wo die Grenzen der Arbeit liegen und wo wir darauf achten müssen, dass wir nicht Grenzen überschreiten, die zu beachten sind.
häufige Erkrankungen des Kindesalters bilden eine Grundlage, die jeder im Hintergrund auch ständig abrufen können soll, um adäquat zu behandeln. Endokrinologie, Neurologie, Immunologie, das Trauma und die Psyche des Kindes, Haltung und Orthopädie, all diese Dinge werden abgedeckt in eigenen Vorlesungen. Ein nicht zu vergessender Punkt ist auch Skill Improvement, wo wir ganz einfach noch einmal zusammenfassen, unsere Techniken schärfen können und darauf speziell in einer Vorlesung Rücksicht nehmen, wo man noch spezifischer, feiner und gezielter hineinfühlen kann. All diese Vorlesungen sind aber letztlich nur die Grundlage für unser ganz, ganz wesentlichen Punkt, nämlich für die Praxis. Die Praxis ist doch das Allerwesentlichste im OCK und ist es das, was uns ganz heraushebt gegenüber anderen Kinderausbildungen. Nirgendwo sieht man so viele Kinder wie bei uns. Nirgendwo wird so viel diskutiert in der Behandlung, über die Behandlung. Es sind immerhin an die 2000 Behandlungen, die wir pro Jahr im OCK durchführen und die wir zusammen mit unseren Studenten durchführen. Wer Praxis haben will, der kommt zu uns. Ja, das war soweit die Ausbildungsinhalte. Und das, was man sieht, ist, wir mit Multiple Hands arbeiten und darüber erzählt uns die Gudrun jetzt ein bisschen. Ja, wir haben eh schon gehört, dass die Kinder, die zur Therapie kommen, mittels Multi-Hand-Technik behandelt werden. Sie werden von den Studenten und von erfahrenen Osteopathen gemeinsam behandelt. Durch die vielen Hände steht viel mehr Kraft für die Behandlung zur Verfügung. Und so können Behandlungsprozesse schneller, differenzierter und in verschiedenen Systemen unterstützt werden. Mehrere Aspekte können mit einbezogen werden und durch die vielen Hände können Mütter und Familien mitbehandelt werden. Das heißt, für die Studenten ist vom ersten Tag an so ein richtig unmittelbares Lernen am Gewebe möglich und sie können direkt mit den erfahrenen Kinderosteopathen zusammenarbeiten und sich austauschen. Und über die Struktur der Ausbildung gebe ich jetzt an die Andrea weiter. An den Praxistagen selbst ist es dann so, dass Studentinnen vom ersten Jahrgang gemeinsam mit Studentinnen vom zweiten Jahrgang zusammenarbeiten oder mit Instruktoren. Instruktoren und Instruktorinnen sind schon erfahrene Kinderosteopathen, die Ausbildung abgeschlossen haben und nach wie vor mit uns an unseren Praxistagen arbeiten. Und die arbeiten immer gemeinsam an den Tischen und so kann einfach eine Weitergabe von Wissen, ein Austausch und einfach ein Lernen miteinander direkt von Hand zu Hand erfolgen. Am Beginn und am Ende jedes Praxistages gibt es auch die Möglichkeit für Austausch, für Fallpräsentationen, für Falldiskussionen. Da ist circa eine halbe Stunde einfach Zeit dafür. Eva, jetzt gebe ich weiter an dich. Also wir arbeiten an 6 bis 8 Tischen. Es gibt immer auch supervidierte Anamnesen. Und durch das gemeinsame Tun gewinnen die Studenten wirklich viel Vertrauen in ihre Hände. Und auch viel Vertrauen oder Sicherheit in der Sinneswahrnehmung und Erfahrung, indem man einfach gemeinsam das Getane niederschreibt, verbalisiert und eben auch gemeinsam einen Befund erstellt und auch was man, diese therapeutische Intervention wird einfach niedergeschrieben und hat man ein Gefühl, was ist dicht, was ist komprimiert, was ist weit, was ist offen und auf welcher Ebene einfach wir arbeiten, in welchen Phasen wir arbeiten, in welchen Ebenen, an welcher Struktur wir arbeiten und so, dass die Studenten wirklich viel Routine kriegen, wenn sie einfach in der Praxis Kinder behandeln. Gut, ich gebe weiter an Angelika. Hallo, mein Name ist Angelika Mückler. Ich erzähle euch ein bisschen was über einen Aspekt der Ausbildung, der nicht in den Räumen vom OZK stattfindet. Und zwar haben wir seit vielen Jahren schon 2 Kooperationen mit öffentlichen Wiener Spitälern. Das eine ist die Kooperation mit einer Neonatologie und das andere ist die Kooperation mit einer Geburtenabteilung
und einer kleinen osteopathischen Ambulanz, die wir an diesem Krankenhaus gebaut haben. Das Spannende an diesen beiden Außenpraktikumstellen ist, dass wir da direkt in eine Institution hineingehen und die Möglichkeit haben, Kinder sehr, sehr, sehr zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon zu behandeln. Und das ist bei vielen Fragestellungen schlicht und ergreifend grenzgenial, wenn man Erbrechen am Tag der Geburt oder schon zu einem Zeitpunkt betreuen kann, wo auch alle möglichen anderen medizinischen Interventionen laufen oder auf der Geburtenabteilung 2-3 Stunden oft nach einer Entbindung. Viele Probleme, denke ich, lassen sich da ganz früh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wunderbar unterstützen und das erspart vielen Eltern eine Menge Troubles, wenn das in irgendeiner Form möglich ist. Ich speziell habe sehr viel Erfahrung mit dieser Arbeit auf der Geburtenabteilung. Ich habe damals diese Praktikumsstelle vor inzwischen über 11 Jahren aufgebaut. Ich leite das inzwischen nicht mehr. Ich habe das an junge Kolleginnen übergeben. Das Interessante für mich dabei war auch, dadurch, dass ich dazu muss man sagen, diese Praktikumstellen funktionieren so, dass wir da jeweils mit einem Student, einer Studentin hingehen. Das heißt, das ist eine sehr individuelle 1:1 Betreuung, wo auch so der Aspekt, so der Vorbildfunktion auch sehr stark ist. Und ich habe das erlebt, dass man, also speziell auch, wenn man die Eltern dabei hat, und da kann ich vielleicht später noch ein bisschen was darüber erzählen, dass man da eine sehr, sehr feine Möglichkeit hat, auch die Eltern zu so einem frühen Zeitpunkt so ein Stückchen dabei zu unterstützen, in ihre Kompetenz reinzukommen. Und zwar völlig unabhängig davon, mit welchen Fragestellungen die Babys da zu uns kommen. Ja, das Das finde ich ja eines der ganz tollen Projekte, die ihr da in den letzten 10 Jahren da angeleiert habt. Gibt es bestimmte Indikationen, wo du sagst, da wart ihr besonders erfolgreich bei den Neugeborenen? Das habt ihr besonders oft behandelt? Zwei Aspekte. Das eine ist Babys, die aus irgendeinem Grund nicht gut zurechtkommen mit dem Stillen, also Babys und Mamas. Und das war, wenn ich mich erinnere, wahrscheinlich sicher 60-70% der Babys, die wir gehabt haben. Der andere Aspekt waren Babys, die, ich sage es jetzt ein bisschen vereinfacht, sehr verknautscht waren aus unterschiedlichen Aspekten. Also so das Geburtshämatome, die Kephalhämatome, wenn man die am ersten, zweiten Tag behandelt, die sind einfach immer mehr. Mhm. Also das braucht ein sehr, sehr häufiger Aspekt. Super, danke. Wenn ihr eure Erfahrungen vergleicht mit den Studien, die unsere italienischen Kollegen da publiziert haben, die mit Frühgeborenen sehr viel gearbeitet haben, sind das dann ähnliche Ergebnisse, sind das dann ähnliche Erfahrungen? Die haben, glaube ich, vor allem Verdauungsprobleme auch verbessert und konnten auch den Krankenhausaufenthalt verkürzen von den Kindern. Habt ihr da was Ähnliches beobachtet oder ist das spezifisch für Frühgeborene vielleicht nur? Also ich möchte über die Frühgeborenen kurz was dazu sagen. Und zwar ist es, also dass sie früher nach Hause gehen, das wird sicherlich der Fall sein. Was wir sehr gut gesehen haben, ist bei einem Ikterus, die brauchen ganz viel, also viel weniger unter der Lampe liegen. Und wir haben nicht sehr viel Verdauungsprobleme, sondern eher Atemprobleme und immunologische Probleme. Also dass sie irgendwelche Infektionen haben. Ja. Mhm. Verdauungsprobleme haben wir nicht so viele dort auf unserer Neonatologie. Mhm. Okay, danke. Habt ihr da Zahlen zu den Behandlungen in Spitälern, wie viele Kinder ihr da schon behandelt habt, seit das Projekt läuft, ungefähr? Also auf der Neonatologie sind wir seit 2005 und wir behandeln im Jahr ungefähr zwischen 650 und 700 Frühgeborene. Wie es auf der Neugeborenenstation ist, müsstest du wissen, liebe Angelika. Naja, ich weiß es bis Mitte 2000,
2018. Wir haben auf der Geburtenstation selbst, werden wir irgendwas zwischen 450 und 500 Babys betreut haben im Jahr. Und da kam dann aber, wir haben viele ambulante Geburten. Wir haben dann manchmal Babys gesehen, zwar am dritten, vierten Tag, aber nicht mehr auf der Station, sondern wenn die bei uns in diese kleine osteopathische Ambulanz gekommen sind. Und das wären insgesamt Kinder, waren damals im Jahr irgendwas bei 800, grobe Schätzung. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr präzise im Kopf. Super, danke. Das sind ganz beeindruckende Zahlen. Da unglaublich viele Kinder, denen ihr da schon geholfen habt. So. Gut zu wissen, bevor wir das nächste Mal ins Ministerium gehen, um dort für die Osteopathie Lobbying zu betreiben, müssen wir uns noch einmal die Zahlen holen von euch, um die dort auch auf den Tisch legen zu können. Gerne. Ja, ich möchte ganz kurz nur erzählen, dass es ein neues Projekt gibt vom OZK, nämlich eine Filiale oder Zweigstelle West in Vorarlberg. Die gibt es jetzt seit Jänner. Und auch in Vorarlberg können wir jetzt zumindest einmal im Monat eine Stelle anbieten, wo wir Kinder ehrenamtlich behandeln und auch eine Außenpraktikumsstelle für Studenten, die sozusagen vom Westen kommen, sei es jetzt Deutsche oder Schweizer oder Westösterreicher. Ja, und da sind wir sehr glücklich, dass das jetzt langsam wirklich anläuft. Super. Das läuft in einer Praxis mit oder wo macht ihr das? Ja, ich habe da Räumlichkeiten gesucht und bin dann fündig worden. Die Stadt Dornbirn unterstützt ein Projekt, die lässt sozusagen kein Kind zurück. Und ich habe gesagt, ich habe was, ich kann euch da was bieten. Und die haben gesagt, okay, wir haben Räumlichkeiten für euch. Und so haben wir sozusagen in einem Kindertageszentrum, das auch gleichzeitig ein Alterstageszentrum ist, haben wir da Räumlichkeiten bekommen. Super. Ja. Und wie oft läuft das in Vorarlberg? Derzeit einmal im Monat. Mhm. Schön. Ja, abwechselnd Freitag oder Samstag, je nachdem, wie halt gerade Zeit ist. Und ja, und ich habe halt, wir sind 8 fertige Kinderosteopathen, die da mithelfen aus dem Westen. Mhm. Da kommen Deutsche und Schweizer und eben da Österreicher vom Westen und da arbeiten wir zusammen. Ja, zum Abschluss möchte ich vielleicht noch einmal betonen, dass wie wichtig es uns ist, was der Gerhard auch schon gesagt hat, dass wir uns eben als soziale Einrichtung verstehen. Also ein wesentlicher Aspekt unseres Zentrums, und wir haben das eben auch in den Statuten festgelegt, ist, dass wir allen Kindern die Möglichkeit geben wollen, ihre Gesundheit mittels Osteopathie unterstützen zu lassen. Eben angefangen bei den Frühgeborenen, diesen verletzbarsten Wesen, Neugeborenen, ihre Mütter, geflüchtete Kinder, Kinder mit mehrfachen Einschränkungen und auch Kinder, die oft dann sehr, sehr lange kommen und sich sehr aufgehoben fühlen. Bei uns junge Erwachsene können dann quasi schon, eigentlich sind sie aus dem Alter schon rausgefallen, sind aber trotzdem auch bei uns immer zu uns kommen. Wir wollen einfach versuchen, allen Familien unabhängig von ihrer sozialen Stellung und unabhängig von ihrer Ethnie und ihrer Religion, ihrer Bildung und ihren finanziellen Möglichkeiten, die Möglichkeit bieten, eine osteopathische Begleitung zu haben. Und das ist oft die einzige Möglichkeit für sie, weil im privaten Ort ist das einfach zu teuer. Genau. Das ist ein weiterer Aspekt, den ich super finde an eurer Arbeit, dass ihr diese Idee, die der Stuart Corth ja in London hatte, als er sein Zentrum dort gegründet hat, dass ihr das wirklich so konsequent auch weitertragt. Aber meine Frage ist, wie gut gelingt das? Wie viel Diversität habt ihr in eurem Publikum? Erreicht ihr diese Leute auch? Oder sind die Leute, die zu euch kommen, die es sich in der privaten Praxis eigentlich auch leisten könnten? Na, eigentlich nicht. Also das kommt schon auch vor, aber wir erreichen schon sehr, sehr viele, glaube ich, aus sehr verschiedenen sozialen Gruppen oder auch Ethnien. Wir haben also kooperiert zum Beispiel auch mit Hemayat, mit einem Projekt für geflüchtete Kinder oder auch mit Wohngemeinschaften von mehrfach behinderten Kindern. Also immer wieder versuchen wir da schon. Und wir haben auch alle Religionen, glaube ich, vertreten. Also ich glaube, wir haben
neben unseren Katholiken quasi auch Protestanten, muslimischen Glaubens und ich weiß nicht, auch verschiedenste Länder, Araber, Syrien, ich glaube Hindu, weiß nicht, ich glaube alles Mögliche eigentlich. Ich glaube viele über uns leben, finden den Weg. Gut. Eine Frage noch zum dem, was der Gerhard vorher gesagt hat. Ihr habt ein bisschen den Ruf, dass es nur Biodynamik gibt bei euch und dass alles andere ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Gerhard, du hast vorher gesagt, das ist nicht so. Was macht ihr denn sonst noch außer Biodynamik? Kann man das noch kurz sagen? Welche anderen Ansätze gibt es noch, die da noch Platz haben? Es ist sozusagen auch die Frage, wie man das definiert. Und ich meine, dass das auch, wenn der Steward bei uns ist, dann ist es nicht reine Biodynamik, sondern es geht sehr wohl darum, zwar im Gewebe auf verschiedenen Ebenen Balancezustände herzustellen, aber das ist jetzt nicht nur im biodynamischen Bereich, es ist durchaus auch auf einem in einer strukturelleren Variante zu finden. Und wenn Stuart uns die Full-Fort-Techniken zeigt, dann ist das durchaus auch ein Input, der durchaus ein Stück weg ist von dem, was man unter Biodynamik versteht. Okay, danke. Darf ich noch? Dann ja, bitte, bitte. Ich denke, so unterschiedlich wie wir sind, die wir da unterrichten, ich meine, das drückt sich ja auch in unserer praktischen Arbeit aus. Für mich ist es so, dass ich wahnsinnig viel auch strukturell arbeite, aber ich würde sagen, es gibt diese Grundschwingung, die aus der Biodynamik kommt, so dieses kommen in einen Behandlungsmodus, der mich empfänglich macht für das, was das Kind oder auch die Mutter oder die Eltern haben wollen. Und dann lasse ich mir sagen, was es braucht. Und das ist wahnsinnig unterschiedlich. Und das ist wahrscheinlich bei jedem von uns ein Stückchen auch unterschiedlich. Ja, also so würde ich auch meine osteopathische Arbeit beschreiben. Und das gefällt mir gut. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Ruf, man hört das ab und zu, deswegen habe ich doch die Frage, ich frage einmal nach, wie ihr das beschreiben würdet. Ich habe durchaus auch den Eindruck, dass manchmal ein etwas struktureller Zugang oder manchmal auch eine direkte Technik durchaus effizient sind, auch bei Kindern. So gern ich die Biodynamik auch mag und verwende. Gut. Ihr habt noch was vorbereitet? Noch Themen? Oder sonst frage ich noch was? Wir haben noch einige vorbereitet, was so quer durch ein Gemüsebeet geht, von Beginn der Schwangerschaft bis hin zu der Pubertät, was für uns ganz wichtig ist. Und da beginne ich, also ich unterrichte ja Schwangerschaft und Geburt und das Neugeborene, das Frühgeborene. Für mich ist es ganz wichtig, schon in der Schwangerschaft anzusetzen. Was ganz wichtig ist für mich, sind Zwillinge, weil jetzt durch diese gehäufte IVF-Zwillingsschwangerschaften, die ja immer stärker in den Vordergrund sind, und da gibt es ganz viele fetofetale Transfusionssyndrome oder andere Probleme. Da bin ich dann drauf gekommen vor ein paar Jahren, wie wichtig es ist, die Durchblutung der Gebärmutter zu beachten, anzuschauen nach dem Stil des Gesetz der Arterie und wirklich das Ganze rundherum zu behandeln, auch das Fruchtwasser, die Plazenta und so weiter und so fort, und aber auch das ungeborene Kind. Ja. Also wenn das Kind zum Beispiel eine Chorionzottenbiopsie gehabt hat, dann ist weniger Fruchtwasser drinnen, dann ist das Kind in einer Flexion und das kann man auch intrauterin schon behandeln. Das unterrichte ich auch. Was dann später ganz wichtig bei den Zwillingen ist, dass nicht die Zwillinge sich alle lieben, sondern es gibt auch Zwillinge, die
zwei Eier eingesetzt worden sind und die wollten eigentlich keine Zwillinge werden. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern, wo die Gudrun und ich noch in der WSO waren. Und das waren Schreibabys und die sind gekommen und wir sind einer am Ende des Raumes, dieses großen Raumes gestanden und die andere auf dem anderen, jeder einen Zwilling im Arm. Und kaum haben wir einen Schritt näher gemacht, haben die zum Schreien angefangen. Kaum haben wir einen Schritt weggegangen, haben sie wieder aufgehört. Und ganz langsam haben wir sie annähern können. Mhm. Ganz langsam haben wir ihr autonomes Nervensystem beruhigen können und sie sozusagen vorstellen können gegeneinander. Mhm. Also Geschichte. Das, mhm. Ja, genau. Das wollte ich erzählen und möchte gerne die Angelika bitten, das weitermacht. Ja, die Bitte an mich war, so ein Stückchen was zu sagen über diese gemeinsame Behandlung von Babys und Mamas. Ich würde es gerne erweitern, weil eigentlich mir so das ein großes Anliegen, die Kinder und ihre Familien gemeinsam zu behandeln. Wir haben vor etlichen Jahren so einen Unterricht entwickelt, was auch bei einer Mama nach der Geburt wichtig ist, zu behandeln. Ich denke, das wissen die meisten Kollegen, die da zuschauen. Aber was ich spannend finde, was vielleicht weniger oft gemacht wird, ist zu schauen, wie gut kann man so dieses gemeinsam Behandeln, sozusagen die Eltern als Co-Therapeuten auch reinzuholen. Und das ist etwas, das versuche ich zumindest den Studenten auch immer wieder zu zeigen. So, wie kann man eine Mama, wie kann man einen Papa, wie kann man auch ein Geschwisterkind als, im wahrsten Sinne des Wortes, als Co-Therapeuten hineinzunehmen. Und das gibt dann für mich so einen schönen Übergang auch, und das ist auch so ein Thema, das wurde zuerst bei der Ausbildungsstruktur nicht angesprochen, dass unter dieses systemische Arbeiten auch so ein wichtiges Anliegen ist. Also zu schauen, ja, da kommt ein Kind, ist das Kind die Person in diesem familiären Zusammenhang, das unmittelbar was braucht, oder ist das Kind, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, der Symptomträger für das ganze System? Und wenn es gelingt, da Eltern und Geschwisterkinder sehr früh reinzuholen, dann ist das eine schöne Möglichkeit. Eine der wirklich ganz für mich sehr, sehr wichtigen Erfahrungen war, und da komme ich nochmal zurück auf die Arbeit auf der Geburtenabteilung, da war ganz schnell klar, dass viele Kinder nur dann wirklich stabile und effiziente Reaktionen auf die Behandlung zeigen, wenn da die Mama einfach ganz automatisch hat sich oder lässt sich für mich überhaupt nicht mehr auseinander dividieren. Ja, mir gefällt der Ansatz, zu sagen Co-Therapeut, das gefällt mir sehr gut. Was man öfter hört in der Osteopathie ist, dass die Eltern oder Geschwister als Co-Patienten sofort betrachtet werden und dass sofort erkannt wird, dass die auch behandelt werden müssen, was ja auch oft stimmt. Aber denen da noch eine Rolle zu geben in der Therapie, find ich sehr gut. Was tun die dann? Ist das einfach ein bestimmtes Verhalten oder ist das auch hands-on, was du ihnen da anleitest? Nein, das ist ganz konkret auch hands-on. Und ich meine, es hat mehrere Aspekte. Mhm. Der eine Aspekt ist, dass Eltern, also speziell wenn sie Neugeborene haben, sowieso einmal total gespannt sind, was wird da jetzt stattfinden. Mhm. Das heißt, wenn ich die ins Spiel hole, ist schon ein Teil dieser Spannung einmal gebrochen und es wird sozusagen so eine Art Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, ich versuche sie als erstes immer so mit ihrer Kompetenz, die sie alle haben, auch reinzuholen. Und wenn wir da so auf einer Augenhöhe miteinander kommunizieren, dann ist es oft ein Hands-on, dass ich sie bitte, Kontakt am Sakrum aufzunehmen. Und ich leite das dann schon ganz präzise an. Also ich sage dann, können Sie die Hand ganz weich machen wie ein Körperl und lassen Sie da den Popo vom Baby hineinsinken. Und bitte machen Sie das so, dass Sie entspannt sitzen. Und das ist irrsinnig spannend. Also wenn Eltern entspannt sind, was die zu spüren anfangen, wenn man ihnen dieses Setting drumherum gibt. Ich meine, das ist für mich auch irrsinnig interessant. Mhm. Ich lerne irrsinnig viel über das Unterrichten auch, wenn ich das mache. Geht auch mit Geschwistern. Also ich habe immer wieder
wirklich kleine Geschwister, also Kindergartenkinder da, die ganz interessiert werden, die sie dann aufs Behandlungsbett dazusetzen oder auf der Matte dazu kuscheln. Und da passieren immer wieder Situationen, wo diese Kinder sich wirklich in die Therapie einklinken und da einen von sich heraus, aus ihrem Erleben heraus, einen therapeutischen Impuls setzen, den ich dann aufgreife. Das ist total individuell. Nein, ich mache jetzt weiter mit der Behandlung von den Babys und beschreibe nun so einen kleinen Ausschnitt einer Therapie, wie wir so als Behandlungsteam so miteinander tun. Mhm. Wenn wir so im OCK gemeinsam mit den Säuglingen, den so zarten Wesen arbeiten, wo das Gewebe noch so weich und so flüssig ist, ist es uns einfach sehr wichtig, dass wir uns mit so einer adäquaten Herangehensweise nähern. Wir zentrieren uns zuerst in uns selbst und dann dehnen wir unser Gewahrsein auf unsere Kollegen aus. Und das kann man sich dann so vorstellen, dass es wie eine Gruppe von Tauchern im Meer ist, die sich so auf einer gemeinsamen Tiefe austarieren. Und wir synchronisieren uns dann als Behandlungsteam auf so einer gemeinsamen Bewusstseinsebene. Und ein anderer Teil unseres Gewahrseins verbindet sich mit dem Raum, in dem wir arbeiten. Und so bilden wir ein recht weites und so ein stabiles Umfeld und laden das Baby dann ein, mit uns zu kommunizieren. Und wenn wir dann hingreifen und mit unseren Händen das Baby berühren, dann ist es uns in dieser feinen therapeutischen Kommunikation sehr wichtig, dass die Hände durchlässig und rezeptiv bleiben. Wir lauschen dann mit den Händen und lauschen mit dem Herzen und sammeln diese Eindrücke, die so auf uns zukommen. Und dann beantworten unsere Hände unsere diversen diagnostischen Fragen, zum Beispiel, wie ist die Qualität des Babys, welche Qualität hat das Gewebe, wie ist die Vitalität, sind einzelne Körperstrukturen irritiert oder in Läsion oder stellen sich Körpersysteme auffällig dar. Und dann tauschen wir uns verbal aus und es findet so ein fließender Übergang von Befund zur Behandlung statt. Und es ist wunderschön, die Babys zu behandeln, es ist auch so wunderschön, gemeinsam zu arbeiten. Und da werde ich ein bisschen auf diese aktuelle, momentane Situation eingehen, weil wir uns schon wieder recht freuen und es auch recht wichtig finden, dass im Juni das OZK wieder aufsperrt, weil so die Einschränkungen in den letzten Wochen haben schon auch die erstgebärenden, frisch gebackenen Mütter und diese Familien sehr getroffen. Weil es gab einfach so viele veränderte Rahmenbedingungen in den Spitälern. So unterstützende Institutionen wie das Hebammenzentrum sind weggefallen. Und es gab keine Stillgruppen, keine Geburtsvorbereitungskurse. Die Familien aus dem Ausland durften nicht kommen und unterstützen. Und so sind so selbstverständliche Ressourcen in der Phase um die Geburt und in der Phase mit diesen Neugeborenen und den Babys war dann immer zugänglich. Und das hat dann sehr viele Mütter irritiert und verunsichert und in den eigenen Praxen haben wir dann schon sehr festgestellt, dass viele recht froh waren, dass die Möglichkeit aus der osteopathischen Behandlung dann wieder gegeben war, wenn wir wieder aufgemacht haben. Und wenn das OZK jetzt wieder aufsperrt, können diese Mütter mit ihren Anliegen wieder kommen. Die kommen dann beispielsweise, wenn von der medizinischen, ärztlichen Seite alles in Ordnung ist, aber diese Babys irgendwie viel schreien und weinen und Unruhezustände zeigen, sich überstrecken oder erbrechen oder so asymmetrische Haltungsmuster präsentieren, wenn jetzt der Geburtsverlauf schwer war oder sogar dramatisch. Und durch die osteopathischen Behandlungen können diese Läsionen und Restriktionen wieder gelöst werden und die Symptome sich einfach wieder deutlich verbessern. Und wie wir eh schon gehört haben, ist es uns allen, die jetzt im OZK arbeiten, einfach so ein großes Anliegen, dass diese Babys aus allen, sage ich mal, Gesellschaftsschichten, auch aus den sozial schwächeren Familien einfach kommen können.
dass die Kinder von klein auf diese Möglichkeit haben, osteopathische Behandlung zu genießen, damit sie in der Entwicklung und in ihrer Gesundheit und im Wohlgefühl und auch das Wohlgefühl der Familie einfach auch unterstützt wird. Mhm. Gut. Und ich gebe dann weiter an die Uli, die noch mit besonderen Aspekten uns einiges erzählt. Ja, ich möchte mich eher kurz halten. Also vor Corona hätte ich gesagt, ich erzähle euch ein bisschen was über Helmtherapie, weil ich vier Kinder habe, eben die Helm bekommen sollen oder nicht. Dann habe ich sehr viele Kinder mit Lernproblemen, weil das so ein bisschen mein Steckenpferd ist mit der Teilleistungsstörung. Da kann man den Kindern wirklich, kann man toll unterstützen dabei. Das ist auch eine extra Unterrichtseinheit im OZK. Mhm. Aber dadurch, dass ich sozusagen außer 3 Tage die ganze Zeit offen hatte, meine Praxis, möchte ich einfach erzählen, wie es den Kindern gegangen ist, in der Zeit, wo jetzt sozusagen in der Zeit vor dem Shutdown und nach dem Shutdown und während des Shutdown. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich circa 1,5 Wochen vor dem Shutdown einige Volksschulkinder gehabt habe. Waren es 20 Kinder in der Praxis und da ist die ganze Zeit darum gegangen, den Kindern die Angst zu nehmen vor diesem schrecklichen Drachen Corona. Die Kinder haben einfach von überall ganz viel aufgeschnappt. Die haben in der Schule was erfahren, haben von den Eltern was erfahren, haben aber damit nicht wirklich was anfangen können. Und ich habe mich dann zurückerinnert, wie das bei mir war. Ich war circa 4 Jahre alt, wie diese Maul- und Klauenseuche war. Und die Eltern haben immer gesagt, ich muss da über den Teppich gehen, ich muss da über den Teppich gehen. Und ich habe nicht verstanden, wieso muss ich da über den Teppich gehen und wieso sterben alle Tiere. Und ich habe das ganz schrecklich gefunden. Und dann habe ich erst verstanden, wie es den Kindern geht, wenn die erfahren, dass da überall Menschen sterben, dass sie ihre Großeltern nicht angreifen dürfen, dass sie es nicht kuscheln können. Das war ganz schrecklich für diese Kinder. Also die waren wirklich im Fasziensystem, waren die vom Ethmoid bis runter am Beckenboden total zu. Und da war einfach die Behandlung dazu da, um das zu lösen und die Tränen fließen zu lassen und um sozusagen kindliche Aufklärungsarbeit zu leisten und aber auch Aufklärungsarbeit den Eltern gegenüber zu leisten. Und ich denke mal, das ist so ganz wichtig, dass das Zentrum da ist, damit eben diese Menschen auch aufgefangen werden. Weil für die ist das wirklich schrecklich und es sind ja viele auch sozusagen, die nicht die Möglichkeit haben, in unterschiedlichsten Zeitungen zu lesen und unterschiedlichste Erfahrungen zu bekommen. Ja. Und dann sind solche Bezugspersonen wie Therapeuten ganz, ganz wichtig, dass die einfach wissen, da kann ich hingehen, ja, da werde ich sanft behandelt, da werde ich respektvoll behandelt und da kann ich mir auch in Sicherheit wiegen. Ja. Mhm. Also das hat mich so dazu bewogen, dass man dachte, bitte hoffentlich können wir bald wieder aufmachen, dass wir einfach mehr dieses Klientel wieder kriegen und dass die Kinder einfach, ja, dass sie wieder freier fühlen und nicht schuldig. Ja. Mhm. Danke. Allein schon der Aspekt von der Bewegung her so eingeschränkt zu sein, ist ja schon ganz wichtiger für die Kinder, ne? Dass genau. Die wochenlang nicht raus dürfen und die Spielplätze sind zu und allein das muss sich ja schon körperlich enorm auswirken, zusätzlich zu den ganzen Emotionen. Mhm. Ich darf jetzt anschließen, auch mit einer Gruppe, die auch von der jetzigen Zeit recht betroffen war, nämlich Familien mit Pflegekindern und traumatisierte Familienstrukturen, wie wir ja schon gehört haben, Familien, die ja häufig bei uns im OZK sind. Und gerade in dieser letzten Zeit jetzt, die total verunsichernd war, waren einfach diese Familien sehr stark davon betroffen, weil Tagesstrukturen einfach weggebrochen sind, vertraute Beziehungsstrukturen nicht mehr vorhanden waren plötzlich. Und die Kinder haben dadurch stärkere Angst vor Veränderungen gezeigt. Sie haben ein viel deutlicheres Bindungsverhalten an die engsten Bezugspersonen gehabt. Und emotionale Durchbrüche waren ja sehr häufig, was die Eltern einfach erzählt haben. Und mir hat es sehr berührt, diese Familien in dieser Zeit jetzt begleiten zu dürfen und unterstützen zu dürfen. Und das wollte ich einfach auch ein bisschen heute erzählen, weil gerade diese Kinder, die früher Traumata erlebt haben, durch so verunsichernde Erlebnisse, wie sie einfach jetzt waren,
sehr oft an ganz frühe Erlebnisse erinnert werden. Und diese Erinnerungen, die gehen oft auf Erlebnisse zurück, die im vorsprachlichen Bereich liegen, also die vor der Geburt, während der Geburt oder nach der Geburt oder im ersten Lebensjahr, also einfach im vorsprachlichen Bereich liegen und darum auch nicht verbalisiert werden können von den Kindern. Das, was aber auftauchen kann, sind einfach Erinnerungen im Gewebe, wo einfach die gespeicherte Information in Form von Erinnerung einfach wieder auftaucht. Und dass Erinnerung im Gewebe aber auftaucht, heißt für mich auch, dass es osteopathisch berührbar werden kann. Das heißt einfach, wenn ich in Kontakt mit dem Gewebe gehe, mit meinen Händen und in Kommunikation gehe, mit den Strukturen, mit den Faszien, mit den Fluiden, mit dem Zellgedächtnis, dann kann ich einfach dem innewohnenden Potenzial von der gesunden Bewegungsfreiheit in dem Gewebe Raum geben. Und dann kann passieren, dass im Gewebe Veränderung passiert und dass durch die Veränderung auch das Widerspüren können von diesen emotionalen Inhalten kommt. Und durch dieses Widerspüren können kann wiederum eine Veränderung dieser Emotionen passieren. Und im besten Fall passiert eine Stabilisierung. Also konkrete Beispiele, wie man mit diesen Kindern Arbeit wieder Zugang sein kann, ist einfach die Stärkung und Zentrierung der Mitte, aber durchaus arbeiten im Herz-Thorax-Bereich, im Bereich des Nabels, im Flüssigkeitskörper zu arbeiten, einfach alles, wo es gelingt, emotionale Spannungen einfach zu lösen und dass die Kinder wieder Freude und Zutrauen einfach gewinnen können und spüren können. Und dass das einfach wieder spürbar wird für die Kinder selber. Manchmal muss ich auch ganz weit zurückgehen bei diesen Kindern in die ganz frühe Entstehungsgeschichte, damit sie ihr eigenes Potenzial einfach wieder zugänglich bekommen. Also mir geht es in der Arbeit eigentlich immer darum, in einer Zeitachse zu arbeiten, zwischen diesen ganz frühen Traumata und einfach einen Bezug zum Jetzt herzustellen, in die Gegenwart zu tragenden Situationen und stabilisierenden Situationen hier. Das heißt, es ist für mich wichtig... Darf ich da kurz nachfragen? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Du sitzt da mit dem Kind, das ist jetzt, ich weiß es nicht, 7 Jahre alt oder 8. Wie machst du das, da zurückzugehen? Wie machst du das, da wirklich Zugang zu bekommen zu diesen alten Traumata? Wenn diese Erinnerungen an die Oberfläche kommen im Gewebe, dann spürt sich einfach auch das Gewebe selber anders an. Also man bekommt einen Eindruck, dass man nicht knöcherne Struktur unter den Händen hat, sondern eine viel fluidere Struktur zum Beispiel. So wie sich auch frühgeborene Kinder oder ganz kleine Kinder oder Säuglinge viel fluider anspüren, kann ich das auch bei älteren Kindern spüren, wenn diese Erinnerung gerade an der Oberfläche im Gewebe ist. Okay. Ja? Danke. Genau. Für mich ist da immer die Frage, wie schaut das palpatorisch konkret aus? Was ist die palpatorische Erfahrung dazu, die wir dann zur Interpretation, die wir dann dazu haben? Genau. Ich sehe das so, dass das ist auch so ein bisschen die Stärke bei uns im Zentrum, dass wir da so lernen, auch embryologische Dinge zu spüren, Entwicklungen im Körper zu spüren, dieses embryologische Entwicklungspotenzial und diese Flüssigkeitsbewegungen und Vorgänge einfach spüren. Das wird von Hand zu Hand einfach weitergegeben. Und wenn man einmal einen Eindruck von so einem ganz frühen, jungen Gewebe hatte, dann hat man es einfach in der Hand und kann es beim nächsten Mal wieder zuordnen einfach. Die spannende Frage da ist immer, wie weiß ich, dass das stimmt? Wie weiß ich, dass meine Interpretation stimmt? Ich spüre unglaublich viel, wenn ich behandle, egal ob Kinder oder Erwachsene, aber ich bin immer auch ein bisschen skeptisch, was meine Interpretationen angeht. Ich habe Ideen, ich spüre vielleicht Emotionen, aber wie würdest du das beschreiben? Wie kannst du deine Interpretation auch überprüfen oder hinterfragen? Also ich bin sehr skeptisch über das, was ich spüre. Für mich ist das dann wirklich immer eine Freude, im OZK gemeinsam zu arbeiten. Man hat wirklich gleichzeitig Hands-on am Kind und spürt Sachen und tauscht sich aus. Und wenn dann die Person neben mir plötzlich dasselbe ausspricht, was ich gerade spüre, dann ist das für mich eine Bestätigung meines Spürens. Und so ist mein Lernen. Sag ich. Okay, danke. Das ist schon einmal eine Sache, die ich euch auch fragen wollte. Ob ihr das öfter mal probiert zu sagen,
Wir sagen jetzt nichts, was wir gespürt haben, und jeder schreibt das für sich nachher auf und dann vergleichen wir sozusagen. Weil ansonsten ist es ja als in einem sozialen Prozess leicht so, dass man sich gegenseitig bestätigt oder gegenseitig Recht gibt. Habt ihr das schon öfter probiert einmal, so doppelblind sozusagen oder unabhängig voneinander das Ganze festzuhalten? Ich bin so wissenschaftlich orientiert, entschuldigt. Das ist sozusagen bei der Einführung der Kinderosteopathie ist das sozusagen eine Therapieeinheit oder eine Übungseinheit, die man wirklich probieren, dass jeder einmal spürt, was er wahrnimmt, und das dann diskutiert miteinander, ohne dass irgendwer was weiß. Gerade am Anfang kennen die Leute sie untereinander nicht. Und das ist sehr spannend. Das finde ich ja super, und das finde ich immer das Interessanteste. Dass einer sagt, ich spüre das, und der andere sagt, ja, stimmt, finde ich nicht so interessant. Aber das wirklich abzugleichen, das ist immer spannend. Und dann zu merken, das ist ähnlich oder das ist das Gleiche. Und was die Studenten auch beim sozusagen im Einführungstag mit ihnen machen, ist das, es gibt ja manchmal die Zeiten, wo Patienten zu spät kommen, und dann kann man einfach keine ausführliche Anamnese machen. Das ist jedem von uns schon passiert. Und dann üben wir miteinander und sagen wir, okay, und jetzt machen wir keine Anamnese, sondern wir machen sozusagen eine osteopathische Anamnese. Wir spüren, bewegen, schauen, und dann sagen wir, was wir glauben, was gewesen ist in ihren Lebenslauf, sozusagen körperlichen Lebenslauf. Und es ist total interessant, dass da sehr oft rauskommt, was für Geschichten sind, wo die Therapeuten wirklich herausfinden, da ist das und das und das gewesen. Und das ist ja auch spannend. Vom Spüren her. Okay. Danke. Übungen in der Art haben wir in allen unseren Vorlesungen drinnen, aber eins fällt mir jetzt ganz speziell ein von der Neonatologie, wo man unter Umständen das Gefühl hat, beim Hingreifen so im Schädelbereich, da ist eine Asymmetrie, da zieht etwas nach einer Seite hin. Und wenn man nachher dann im Akt nachschaut und den Schädelultraschall anschaut, dann sieht man, auf der Seite, da ist das Ventrikelsystem erweitert. Und da hat man manchmal sogar ganz, ganz konkret so den Nachweis, dass das, was man gerade gespürt hat, auch schulmedizinisch nachweisbar ist. Super, danke. Gut, Andrea, ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Ich glaube, das Wesentlichste ist einfach gesagt. Ich denke mal, bei diesen Kindern und bei diesen Familien ist einfach viel Stabilität und viel Sicherheit einfach wichtig. Und dass man auch die gegenwärtigen Bezugspersonen mit einbezieht, da hat die Angelika schon recht viel auch drüber geredet. Also ich denke mal, das ist mir einfach sehr wichtig. Und ich muss sagen, ich freue mich einfach auch wirklich schon drauf, wenn das OZK jetzt wieder aufsperrt und wir einfach wieder mit dieser Bundzeit und mit dieser Vielfalt all dieser unterschiedlichen Familien arbeiten werden. Ich blätter da die ganze Zeit durch die Seiten eines Buches. Wollt ihr da kurz was drüber sagen? Zu dem, was wir da sehen? Von wem ist das Buch? Was hat das mit dem OZK zu tun? Da gibt es zwei Bücher beim OZK. Das eine ist das Hände, Kinder und Geschichten. Das meinst du vielleicht? Hände, Kinder und Geschichten, das Erzählen und die Vielfalt, ist das Buch, das wir gemacht haben für unsere Feierlichkeiten eigentlich und im Rahmen dessen, dass wir 20 Jahre einfach Kinderosteopathie in Österreich haben. Und aus dem Buch haben wir da einige Seiten eingeblendet, wo wir all unsere Menschen, die im OZK anwesend sind, eigentlich zu Wort kommen lassen. Kinder, Eltern, unsere Studenten mit Reflexionsarbeiten und auch fachliche Beiträge und auch drei Beiträge von quasi Lehrenden wie dem Stuart, dem Peter Armitage oder der Gabriella Colangelo. Das ist ein Buch, das einfach so ein buntes Bild zeigt. Und das andere Buch ist das Hilfe, ich bin versteinert, das Kinderbuch, von dem die Trixi schon erzählt hat. Genau. Danke. Und das kommt von der Trixi und von dir, dieser künstlerische und bildnerische Input, oder wer ist da noch beteiligt? Wir sind eigentlich so, dass wir immer alle voller Ideen sprudeln, aber ja, das stimmt schon, die Trixi und ich malen und zeichnen noch viel. Genau. Super.
Und wie ist es jetzt mit dem Titel des heutigen Abends? Ich wollte ja noch ins Obstgeschäft gehen und Zitronen und Bananen besorgen. Ja. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich würde meinen, wenn man Zitronen auf Bananen legt, dass man das schon sieht. Also könnt ihr dazu ein bisschen was Erläuterndes sagen vielleicht? Aber manchmal ist das nicht so, dass man das gleich sieht, dass Zitronen auf Bananen liegen, sondern man glaubt eben, das sind Bananen. Und dann braucht es in dieser bestimmten Skills und dieser bestimmten Voraussetzungen, um herauszufinden, okay, jetzt verändert sich das Gewebe unter meinen Händen und plötzlich erkenne ich, okay, das sind ja eigentlich Zitronen und keine Bananen. Okay. Also, wo ist das gekommen? Nein. Also so getarnte Bananen sozusagen. Oder getarnte also Zitronen. Worüber ihr vorher auch geplaudert habt, diese Entwicklung des Sensoriums. Es kommt in unserem Zentrum schon sehr viel Wert darauf, dass wir alle so ein sensorisches Lexikon anlegen, wo wir auch wirklich verbal beschreiben können, was gespürt wird. Und am Anfang sind es vielleicht eben 3 Worte und nachher nur 10 Worte für dieselbe Sache. Und das ist dann wie dem Wiedererkennen auch. Okay, das kann nur eine Impfung sein oder das kann nur ein Frühgeborenes sein, das beatmet worden ist, weil so fühlt sich einfach nur das an. Und dann sieht man die Drohnen auf Bananen und vielleicht auch noch andere Sachen. Okay, also man sieht es dann doch, wenn man genauer hinschaut oder hinspürt. Ja, aber man spürt. Gut, danke schön. Das hätte ich fast vergessen, das zu fragen. Wir waren bei wem waren wir? Ja, bei der Andrea und die wäre fertig, ne? Genau. Stimmt, danke. Ich könnte jetzt ein bisschen was erzählen über noch eine spezielle Patientengruppe quasi, die uns oft besucht in unserem Zentrum. Das sind Kinder, die immer wieder operiert werden müssen oder die häufig Operationen haben oder lebensbedrohliche Ereignisse erlebt haben. Und das sind einfach Kinder, die mich einfach ganz besonders und ganz tief im Innersten berühren, weil man spürt dann oft bei diesen Kindern ganz, ganz hinten, irgendwo im Hintergrund so diesen Funken, diesen Lebenswind, diese kleine Energie, dieser kleine Funke, der sagt, okay, da bin ich, und hinter diesem Angst haben und dem erschöpften, ich habe das überlebt Zustand oder so, und dieser Unsicherheit, was bin ich eigentlich, wo bin ich und wer bin ich, kommt dann oft diese Sehnsucht heraus, die dann sagt, ja bitte, ich will mehr Leben leben. Und dieses Andocken dann an diesen Funken, durch das kann man sie dann oft in das Feuer wieder hineinbringen, in dieses Leben. Und das ist dann der Leitfaden oft für die Behandlungen. Und wir bereiten die Kinder auf Operationen vor, indem wir halt die osteopathischen Grundvoraussetzungen schaffen. Also Nervensystem, Immunsystem stärken mit ein bisschen extra Pluskraft, quasi, dass sie das gut überstehen können. Das Herz-Kreislauf-System optimal tunen, ein Ausbalancieren um die Mitte, dass sie sich um sich selbst zentrieren können, dass sie eine Mitte haben, die auch sozial gehalten ist, im Idealfall familiär. Aber es muss natürlich auch diese eine Mitte sein, die Ausdruck von dieser Kontinuität ist, dieser Fluid-Kontinuität, dieser Zell-zu-Zell-Kommunikation, die Synchronizität mit allen Zellen. Und lassen wir die Kinder dann in ihre Operationen. Und oft kommen sie dann nach der Operation zurück und die hat dann zum Beispiel sehr lang gedauert oder es war eine Narkose, die wirklich zu tief, zu schwer war, oder sie sind sehr lang postoperativ intubiert gewesen, oder sie sind intraoperativ reanimiert worden oder sehr lange an einen extrakorporalen Kreislauf angeschlossen gewesen, wo das Herz halt nicht mehr schlägt, sondern ruhend gestellt worden ist. Und da ist es dann oft unsere allererste Aufgabe, den Kindern diese Sicherheit zu vermitteln, diese Sicherheit, dass sie sagen können, okay, ich vertraue, dass ich mich überhaupt berühren lasse. Und wenn sie sich dann wieder berühren lassen, ist es halt das Ausgleichen von dem, was man spürt, an Liquorturbulenzen durch die Narkose zum Beispiel oder an Spannungen im Nervensystem oder überhaupt im Nervensystem, das gar nicht mehr kommunizieren kann, weil es in der Schockorganisation ist quasi. Und vor allem sind ganz, ganz viele, haben dann so eine funktionslose Mitte, die so herumsuchen. Ja? Wie kann ich mich orientieren? Zum Beispiel Kinder, die lange extrakorporalkreislauf angehängt waren. Und da erinnere ich mich
mich immer an einen Buben, das war auch noch in den alten Räumen der Schule, in diesem großen Kursraum. Der ist nach so einer Operation zu uns gekommen und ist so durch den ganzen Kursraum geeilt, so gut er eilen konnte. Er war hemiplegisch und reanimiert in der Operation und so. Zu diesem Modellskelett, was immer ganz hinten in der WSO im Kursraum gestanden ist. Ja, und ist da hingelaufen, hat das umarmt, genau, und hat gesagt, das bin ich, das bin ich. Und genau so hat er sich angespürt, ganz zerlegt, ein Geisterchen in seine Bestandteile. Und das war dann unsere Aufgabe, ihn eigentlich da wieder in diese Lebendigkeit zu bringen. Mhm. Und das ist ja so eine wunderbare osteopathische Erfahrung, wenn man dann spürt, wie unter den Händen langsam beginnt, diese Transformation zu kommen, diese Veränderung, das Wiederganzwerden des Kindes, in diesem Zwischenraum zwischen meinen Händen und das Kind dazwischen, wie man das Gefühl hat, okay, jetzt ist das wieder eine das kommunizieren die Strukturen wieder, das Nervensystem im Immunsystem, mhm. das Hormonsystem im Herz, das Herz mit den Händen, die Hände mit den Sinnen, wenn das alles wieder, und wenn das dann die Kinder dann so ein bisschen mehr wieder Ahnung bekommen von dem leichten Fluss des Lebens oder dass das Leben haben kann. Und diesen Fluss aufrechtzuerhalten und zu verstärken, das ist dann einfach eine schöne Arbeit, auch postoperativ und sie zu begleiten. Mhm. Genau, und diese Funken zu unterstützen. Und da bin ich auch so froh, dass wir das im OZK und das und noch viel mehr, das auch in diesem Miteinandertun erleben. Genau. Das. Ich finde es ja toll, dass diese Leute zu euch kommen. Und das ist ja wieder Stuarts ursprüngliche Idee, die Osteopathie denen zugänglich zu machen, die sie am dringendsten brauchen. Und oft sind das die Leute, wo die Eltern gar nicht auf die Idee kommen, dass Osteopathie da helfen könnte. Die typischen Leute, die wir in der privaten Praxis sehen, die haben halt Kreuzweh oder Nackenschmerzen oder Kopfweh oder so. Und dass ihr da in einen neuen Bereich geht, wo ihr wirklich auch mit Schwerkranken sehr viel arbeitet und mit behinderten Kindern, das finde ich super. Und das ist eröffnet auch für die Osteopathie da ganz neue Perspektiven. Und für die Kinder natürlich, die ihr behandelt. Genau. Dann setze ich gleich fort und verhalte mich ganz kurz. Was noch wichtig ist, dass wir die Kinder, es geht um Haltung, einfach im Großwerden begleiten, dass es immer wieder, wenn sie Wachstumsschübe haben, Entwicklungsschübe, hormonelle Veränderungen, Stürze, Schockerlebnissen, dass wir da immer sehen oder dass die Kinder einfach wieder in so embryonale Muster zurückgehen oder halt auch so Geburtstraum sich immer wieder präsentieren und wieder gut regulierend eingreifen können und dass diese Entfaltungskräfte sich gut eben gestalten können und entfalten können. Da haben wir wirklich viel und dass wir die Kinder auch begleiten in dem Sinn, wenn und den Eltern auch anleiten, vorbeizukommen, wenn da wieder irgendwelche, wenn wieder viel wachsen, weil wir da immer wieder viel tun können. Und mir besonders so wichtig ist, dass wir Kinder, was heißt sie mit 12 Wochen, dass sie wirklich einen ordentlichen Stütz haben, dass dieser Haltungshintergrund einem wirklich so bei ganz in den ersten Wochen schon gelegt wird. Wenn die Kinder innerhalb 12 Wochen in der Bauchlage einen guten Stütz haben, wenn die Ellbogen weiter vorn sind, wenn sie C0, C1 gut aufgerichtet sind, sie den Schwerpunkt nach hinten bringen können, das Becken aufgerichtet ist, wie sie sich drehen. Mir ist es wichtig, dass man da so genau schaut, wie diese Bewegungsqualität, wie kann sich aufrichten, was kann ich tun, weil das eben, wenn diese propriozeptive Verarbeitung eben auch mit den Teilleistungsstörungen, dass wir da halt so besonders Augenmerk haben und immer die Eltern darauf hinweisen, wenn die Kinder wachsen, wie sitzen sie, wenn sie zum Laufen beginnen, dass wir immer wieder einen kurzen Check zu schauen, ist etwas zu tun, können wir das Kind ein bisschen unterstützen, regulierend eingreifen. Und das ist uns irgendwie auch so ein wichtiges Anliegen, dass wir die Kinder in diesem Großwerden begleiten. Mhm. Mhm. So ganz kurz. Ich weiterblättern, während Gerhard Luft holt. Ja. Wir haben jetzt noch einen letzten Aspekt vielleicht, den ich kurz erwähnen möchte. Es geht darum, dass das OZK vor einem Jahr seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Ein sehr tolles Fest übrigens. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das heißt aber auch, dass die Kinder der ersten Stunde 20 Jahre und älter sind. Und die meisten brauchen uns irgendwann nicht mehr oder sind in irgendwelchen Praxen von Osteopathen, wo sie weiter betreut werden. Aber eine kleine Gruppe von jungen Erwachsenen
ist uns immer treu geblieben, nämlich gerade jene, die mit Mehrfacheinschränkungen doch letztlich auf unsere Betreuung auch im Zusammenhang mit den Multiple Hands angewiesen sind. Es ist, das OZK versteht sich an sich als Kinderzentrum und Jugendlichenzentrum bis 18 Jahren. Nun haben wir aber einige, die eben über dieses Alter hinausgewachsen sind, Mitte 20 sind, schon an die 30, auch über 30 drüber schon, und da passt das Setting im OZK nicht. Deshalb gibt es jetzt seit etwa 3-4 Jahren das Projekt für junge Erwachsene, das 4-5 Mal im Jahr stattfindet, wo ein Tag lang genau dieser Gruppe gewidmet ist. Jetzt immer wieder fragen wir ja, warum kommen die Eltern immer noch mit diesen jungen Erwachsenen das, was die Eltern rückmelden, ist ganz einfach, ja, es gibt immer noch Entwicklung, und die Entwicklung findet gerade nach unseren Behandlungen besonders gut statt, beziehungsweise Unruhezustände sind für eine Zeit lang ausgeblendet, sie sind zugänglicher einer Tagesstruktur, manche sind ja wohnen auch nicht mehr bei ihren Eltern, sondern in Wohngemeinschaften, befinden sich in Tagesstrukturen, die arbeitsähnliche Verhältnisse anbieten. Und in all diesen Bereichen geht es besser, wenn diese jungen Erwachsenen bei uns eine Zentrierung wieder erfahren, wenn wir uns kümmern um ihre Mitte, um ihr Nervensystem, um ihr Wohlbefinden, ihre Gesundheit. Und ja, gerade da ist es oft so, dass es eben nicht nur die sanften biodynamischen Techniken sind, sondern dass öfter mal mit etwas mehr Gewicht ins Gewebe gegangen wird, dass es darum geht, auch viszerale Techniken anzuwenden, um die Atmung zu unterstützen, unter Umständen auch Verdauungsprobleme anzugehen. Und ja, diese Gruppe setzt sich zusammen einerseits aus dem, was die Gudrun gerade gesagt hat, aus geburtsbedingten Behinderungen, so etwas zum Beispiel wie auch fast Ertrinken, autistische Zustandsbilder, quer durch diesen Bereich. Ja, das ist sozusagen vom Altersspektrum her unser Schlusspunkt. Das heißt, ihr müsst vielleicht demnächst den Namen ändern, statt OZK, OZKJE oder so, für Kinder und junge Erwachsene. Die jungen Erwachsenen sind sozusagen eine Weiterbetreuung für jene, die uns aus dem Setting rauswachsen. Mhm. Was wir kapazitätsmäßig leider nicht anbieten könnten, was sicher interessant wäre, wäre prinzipiell ein Angebot für junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen anzubieten, aber das ist in unserer Kapazität machbar. Ja, die Bilder, die wir gesehen haben, ich zeige noch einmal das Buch her. Moment. Fremde Kinder und Geschichten. Ja. Ja, daraus waren viele dieser Bilder und Seiten, die wir gesehen haben. Und wenn jemand Kontakt aufnimmt mit dem OZK, das geht über die Website www.ozk.at. Und wir sind auch im Zusammenhang gerade mit Corona finanziell etwas knapp. Wenn jemand hier auch eine Spende uns zukommen lassen möchte, ist das jederzeit willkommen. Und ich sage jetzt schon Dankeschön dafür. Mhm. Gut.
Ich weiß, wie viel ihr alle ehrenamtlich über viele Jahre da gearbeitet habt, um das Projekt am Leben zu erhalten, und finde es ganz beachtlich und immer wieder erfreulich, dass es euch noch gibt. Wann fängt die nächste Ausbildung an? Im Jänner immer, glaube ich, bei euch? Im Jänner. Das heißt, sollte sich jemand interessieren dafür, der dieses Video sieht, kann er sich schon die ersten Termine im Jänner 2021. Kann er schon schnuppern kommen, er oder sie, und dann. Ja. Gut. Super. Habt ihr noch was Wichtiges zu sagen am heutigen Abend? Ich finde das super schön, dass wir da so alle, dass du das geschafft hast, dass wir da alle da sein konnten, diese technische Herausforderung. Ich freue mich auch, dass es fast geklappt hat. Nein, es hat gut geklappt, oder? Hoffe ich. Mit kleinen Hopperlas. Und das ist einfach das, was das OZK ausmacht. Auch. Dieses Miteinander tun, und es ist das richtige Bild. Auch das finde ich ja immer wieder spannend, wie gut ihr das geschafft habt, auch im Kollektiv zu arbeiten und gemeinsam die Sachen voranzutreiben und gemeinsam das zu machen. Eine schwierige Übung, vor allem über so viele Jahre. Und ich glaube, macht den Meister. Bitte. Die Übung macht den Meister. Genau. Gut, super. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Alle, die zugeschaut haben, sind herzlich eingeladen. Schnuppertag, noch einmal, wann ist der genau? Gibt es da schon Termine? Kann man sich anmelden. Okay, einfach anrufen bei der Sekretärin. Man ist bei so einem Schnuppertag, an einem Praxistag, schlicht und einfach dabei. Gut. Perfekt. Danke euch schön. Schönen Abend noch. Und ich darf mich auch von allen Zusehern und Zuseherinnen herzlich verabschieden. Es geht nächste Woche weiter mit der Kurzarbeit, aber Montag gibt es wieder eine Sendung, und da wird Renzo Molinari bei uns zu Gast sein, der ja mit uns gemeinsam diesen Women's Health Kurs betreibt, und der wird uns ein bisschen was über die Geschichte von osteopathischen Techniken für Frauen, über Osteopathie für Frauengesundheit erzählen. Und Anja wird ihn da interviewen. Bis dahin gibt es eine Menge von früheren Sendungen anzuschauen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Und wir hoffen, ihr seid nächsten Montag wieder dabei. Schönen Abend und bis nächste Woche.